Ja, gut. Ach, guck mal einer an. Wie wär's mit einer Reise? Nö, danke. Aber wir haben jetzt schon mal einen gefunden. Und können uns dementsprechend teleportieren lassen. So. Und weiter aufwärts. Na, darüber bitte. Perfekt. So, bisher waren die Gegner aber meist ziemlich leicht, muss ich sagen. Komm her. Aufwärts. Haut's. Ach, da gehen sie kaputt. Ja, schau mal an. Oh, cool. Das bist du. Komm her, Blümchen. Oh, shit. Ach ja, Feuerattacken kann man nicht blocken. Ich erinnere mich. Armadillo war das übrigens. Ah ja. So, ihr seht schon wieder das Problem. Ups. Ihr seht mein Problem. Shit. Ich bin da einfach nicht so spitzenmäßig drin. So, jetzt muss ich mal ganz kurz warten. Nein, ich war doch so dicht daran. Jetzt. Ach. So, was brauchst du? Ja, nee, ich habe kein Geld. Danke. Ist egal, was ich brauche, Alter. Hops, 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 hops. Und wir wechseln munter hin und her. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Das ist ganz cool mit dem Runtersliden lassen. Oh, shit. So viel zum Runtersliden. Hüpf. So, aber jetzt. Jawohl, geschafft. Und alles, was wir dafür kriegen, boah, sind hier nur wieder ein paar neue Gegner. Komm her, du Skelett. So, mit dem Headbutt einmal durch. Oh, schön, noch eine Kiste einstecken. Jawohl. Mal gucken, was hier so lang geht. Danke. Das hätte ich mir auch schenken können, oder? Achso, nee, von da komme ich. Ah, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Zack. Muss ich jetzt nicht unten den Weg nochmal langlaufen? Halt, da wollte ich hin. Oh, Mensch, Lady. Luchador. Du hast hier nicht zufällig den Alebrich gesehen, oder? Er ist groß, bunt. Sieht aus wie eine Mischung aus Fisch und Katzenschlange. Etwa so groß wie ein Haus. Ah, versteckst du ihn, Luchador? Jede Sekunde, die ich ihn suche, ist eine Sekunde mehr, die Kalaka allein mit dieser Opferschnepfe verbringt. Ich glaube, da ist jemand eifersüchtig. Ah! Ich bin übrigens nicht so gut im Synchronisieren von Frauenstimmen, deswegen probiere ich das gar nicht erst mit der Stimmverstellung. Tut mir leid, dass du das ansehen musstest, Luchador. Ich muss jetzt den dämlichen Alebrich suchen. So, nächstes Mal legen wir wirklich ein Tänzchen hin. Aber natürlich. Komische Frau, die sich in Grün auflöst. Au, verfickte Kacke. Na, na? Ah. Jetzt ist aber gut hier. Mist. Da, ich will mal ausweichen. Das Problem ist das Timing, dass es gar nicht so einfach ist, wie man manchmal glauben will. Jetzt geh doch mal drauf, du Bo. Ich bin hier der Luchador. Zack. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leider hauen die sich hier nicht selbst kaputt. Haha, ausgewichen. Mehr oder weniger. Ha, Body Slam. Makisho, was auch immer das heißen soll. Das
glaube, ich kriege gerade aufs Maul und zwar ziemlich heftig. So, komm her, du kleines Mistvieh. So, noch jemand? Geht doch. Oh ja, ein bisschen Tequila nehme ich natürlich auch immer mit. Das kommt mir, also... Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal bei uns die anderen Let's Plays durchgeguckt. Ich habe vor langer Zeit eines der ersten Let's Plays war Shank von EA. Das war auch so ein Plattformer mit Brawler. Bisschen blutiger zugegeben. Aber der war auch ziemlich cool. Und das spielt auch so. Ah, Mist. Mexiko? War das Texas? Ich weiß es nicht mehr. Oh, was haben die mich da oben getroffen oder was? Ich bin so gut wie tot. So. Geht doch. Ach, krass. Riesenkiller. Gleich wieder eine Trophäe eingesteckt. Scheiße. So. Fick dich, du blödes Monster. Fuck. So. Nein! Warum? So, jetzt hoch damit. Oh, dann halt auf die altmodische Art. So. Das ist doch zum Mäusemelken. Das geht. Momentchen warten. Das geht. Ja. Wow. Zack. Geht doch. Klappt doch. Wenn man will, geht alles. Zack. Zack. Immer höher. Mit uns kann man es hier machen. So. 2600 haben wir. Ach, wir nehmen mal hier die Moves noch mit. Das Boot. Okay. Stößt Gegner, die weit von dir entfernt sind. Beim Greifen immer. Naja, machen wir. So. Ach ja. Das ist der Altar. Und da liegen Skelette drauf. Juan! An diesem Altar muss Kalaka eine Zeremonie durchgeführt haben. Du hast sie aber verpasst. Wo sind sie nur hingegangen? Vielleicht sollten wir nach Hinweisen suchen. Warte, was war das? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Los, lass uns hier verschwinden. Ja, das würde ich gern, wenn du mich lässt, du blöde Tussi. Tostada. Ah. Ich habe so das blöde Gefühl, dass der Alebrije uns jetzt auf den Fersen ist. So, ich habe keine Zeit, um mit dir zu spielen. Das Vieh zermalmt nämlich alles. Scheiße, scheiße. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Ich bin Arzt, lass mich durch. So. Ach, ich muss einfach weiter. Ich habe keine Zeit, mich mit denen hier zu kloppen. So, alle Briefe, komm ruhig her, komm ruhig her. Mach das Ding hier kaputt, ich muss weiter. Da lang, da lang, da lang. Oh Gott, oh Gott. Durch. Und lass mich, ich muss an diese verdammte Axt kommen, was auch immer die bedeutet. So, jetzt hast du ein Problem. Tschüss. Haha, der Alebrije ist Geschichte. Oh, Harlady, Mensch. Tut mir leid, Luchador, deine Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Das ist ein großer Gato-Friedhof. Ja, dieser Spruch, deine Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Herzlich willkommen wieder zurück bei Super Mario auf dem Game Boy. In einem anderen Schloss mit meinem geliebten Kalaka. Ah! Seit El Presidentes Tochter aufgetaucht ist, hat sie meine Beziehung mit Kalaka ruiniert. Und jetzt hast du auch noch sein Haustier Alebrije getötet. Den Alebrije unter meiner Obhut. Huch! Ich würde dich auf der Stelle töten, Luchador, aber ich habe eine Schnepfe zu jagen und einen Mann zurückzugewinnen. Ja, denn ich glaube, ich möchte mit der nicht mehr tanzen gehen, danke.
Hat sich erledigt. Zack. Hui. Hui. So, Schatzkisten. Yay. Ein bisschen mehr Energie. Und wir haben mittlerweile einen Schädel wie Stahl. Bums. Bums. Und da sind wir wieder bei unserem Butthead. Ach nee, das waren die komischen Statuen. Egal. So, dann können wir jetzt mit dem Teleport-System, hier sehen wir mal, die gesamte Karte ist verdammt groß. Im Shibo-Wald habe ich den zum Beispiel nicht gefunden, aber da konnte ich auch noch nicht zwischen den Welten so richtig selbstständig wechseln. Hier sind ziemlich viele. Kriegstempel, naja. Sierra Morena, Deserto, Caverna de Polo. In der Caverna de Polo? Das ist doch dieses Haus mit den Hühnern gewesen. Hab ich gar keinen gesehen. Oh. Weiß Bescheid, Hombre. Keine Flüssigkeiten über 100 Milliliter. Flüssigkeiten. Ui. Neue Trophäe. Ja. 5 mal 100 Milliliter. Sippbeuteln. So. Wir sind zurück. Caballero Churros. Ja, die will ich nicht rauchen. Danke. Da will ich doch gar nicht hin. Casa Crashers. So. Euren Ombre habe ich übrigens nicht gefunden. Irgendeine komische Chili habe ich auch nicht gefunden. Frische Migusta Guavas bringen mir jetzt auch nichts. Aber unser Combo Chicken hat neue Kombos für uns. So, wir wollen das Training nochmal fortsetzen. Oh, das ging geil. Autsch. Da kommen gute Kombos bei raus. Ups, da war jetzt irgendwas doof. Warum trifft denn der denn nicht? Zack. Du hast gerade Schmerz con Blutbad serviert, ja. Sehr schön. Und gibt's noch mal mehr für uns? Nee, okay. Wir trainieren später weiter. Alles klar, Kollege. So. Hey, die Bar ist offen und da oben steht irgend so ein komischer Fuzzi. Hola, compadre. In der Bar steht ein Mann in Flammen. Er könnte einer von Calacas Scherben sein. Flammengesicht ist da. Dann reden wir jetzt noch mal mit Flammengesicht. Barmann. Barmann. Kommt man hier überhaupt etwas zu trinken? Ne. Paps. Cool animiert, wie ich finde. Du, Junge, bringst du mein Tequila? Was ist das? Sowas wie ein Witz? Boah. Noch so ein Luchador, der verbrannt werden will, wie die widerlichen Huevos oder Rancheros, die hier als Essen durchgehen. Bah, Keeper. Ach, verfluchte Kopfschmerzen. Die Prohibition in meinem ersten Leben war echt übel. Ich wäre tot geblieben, hätte ich gewusst, dass das alles ist, was die Gegenwart zum Bieten hat. Jetzt ist der Zeitpunkt zum Weglaufen. Was willst du überhaupt von mir? Wenn du es unbedingt wissen willst, der Teufel hat mich verflucht, sodass mein Kopf ewig von Flammen umgeben ist. In meinem ersten Leben dachte ich, Menschen zu verbrennen würde ihm schmeicheln, aber offenbar muss er zwanghaft der Einzige sein, der andere leiden lässt. Oder er war es zumindest, bis Calaca ihm ein Ende bereitet. Das heißt, Calaca ist stärker als der Teufel persönlich. Das kann noch was werden. Leider kann ich meinen Fluch niemals brechen, aber wie im Leben macht ein Drink alles etwas erträglicher. Es gibt zwar keinen Schnaps in der Hölle, aber wir sind die Welten erst vereint. Wo wird das Feuerwasser fließen? Ja, Wortwitz-Alarm. Du hast mich wirklich zum Lachen gebracht, Luchador, aber du hast auch mehr als genug von meiner Zeit verschwendet. Dieser Kater verschlimmert jeden vergeudeten Moment und ich freue mich nicht gerade darauf, den ganzen Nachmittag in der Wüste zu braten. Junge, egal wo du hingehst, du brätst dauernd. Nimmst doch einen Abschiedsschuss mit mir, oder? Was soll das? Keine Munition mehr? Ja, Junge. Weniger saufen, wa? Das Schicksal hat dich verschont, Luchador. Glaub mir, du wirst es noch bereuen, wenn die Zeche kommt. Hier, kauf dir einen Drink, entspann dich hier lieber ein wenig. Ich versichere, dass in der Wüste nichts Interessantes vorgeht.
Hey, danke. Vor allem, wie viel er uns gegeben hat. 515 Münzen. So, aber er hat auch die Tür wieder zugemacht. Und wir stehen jetzt hier ein bisschen rum wie die Deppen. Naja. Es gibt einen neuen Move.